Hier kommt wieder ein kleiner Tipp zur Intonation im Deutschen. In einigen Sprachen ist es so, dass man durch die Dehnung eines Vokals auch einen Akzent setzen kann. Das machen wir im Deutschen auch, aber Vorsicht, das kann man nur bei langen Vokalen machen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich kann sagen, ich habe mich so sehr gefreut. Ja? Ich habe mich so sehr gefreut. So und sehr sind schon lange Vokale, aber um das nochmal zu betonen, wie sehr ich mich gefreut habe, kann ich diese beiden Vokale auch noch ein bisschen dehnen. Ich habe mich so sehr gefreut. Jetzt zeige ich euch, wie das klingt, wenn man ein Adjektiv mit einem kurzen Vokal nimmt. Zum Beispiel im Satz, ich habe mich echt gefreut. Also ich habe mich echt gefreut. Hier beim Wort echt darf man den Vokal nicht dehnen. Das heißt, wir sagen nicht, ich habe mich echt gefreut. Das geht nicht. Stattdessen zeigen wir den Akzent, einmal natürlich in der Melodie, aber auch damit, dass wir besonders präzise artikulieren. Das heißt, wir sagen ein sehr schönes Sch und ich habe mich echt gefreut. Ja, ganz kurz. Echt. Echt. Ich habe mich echt gefreut. Und hier noch ein Beispiel im Satz. Meine Mutter ruft nie an. Meine Mutter ruft nie an. Hier kann ich das Wort nie, weil es einen langen Vokal hat, auch noch ein bisschen dehnen, um zu zeigen, dass ich dieses Wort akzentuieren möchte. Der Laut I im Wort nie ist ohnehin lang. Nie, nie. Und wenn ich das noch ein bisschen akzentuieren möchte, sage ich also, meine Mutter ruft nie an. Sie ruft nie an. Hingegen bei diesem Satz, meine Mutter ruft oft an. Ja, meine Mutter ruft oft an. Dann kann ich nicht sagen, oft an. Nein, das wäre überhaupt nicht deutsch, sondern auch hier präzisieren wir die Konsonanten, indem wir sagen, meine Mutter ruft oft an. Oft, oft. Ja, genauso setzen wir in diesem Fall bei kurzen Vokalen die Akzente. Diese Tipps solltest du beachten, wenn du natürlich und flüssig Deutsch sprechen möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gern den Daumen oben da und abonniere für mehr. Oder besuch doch einfach einen Online-Aussprachekurs bei mir. Alle Infos dazu findest du im Anschluss an das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dun, dun, dun. Sprich Deutsch. Mit Language Coach Institute.